Fabian Rieder, ein Unentschieden, 1-1 gegen FC Sion. Beide Goal per Penalty. Ist es so ausgeglichen, wie es jetzt tönt? Ich persönlich finde nicht. Es ist natürlich immer anders, wenn man selber auf dem Feld steht und nicht vorne sieht. Aber ich finde schon, dass wir recht viele Chancen rausgespielt haben und natürlich daraus auch mehr müssen machen, dass wir nicht das Spiel gewinnen können. Mir denkt es auch so, das kann ich nicht bestätigen. Es hat sich auch so angefühlt, dass IB mehr Chancen gehabt. Besonders in der zweiten Hälfte. IB hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt, ist aber näher besser in den Tritt gekommen, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir uns ein bisschen schwer getan, vor allem in der Offensive, dass wir zum Abschluss kommen. Aber nach diesen 20, 25 Minuten haben wir, glaube ich, immer mehr Chancen können ausspielen, klare Chancen. Aber am Schluss hat es leider nicht gelangt. Es ärgert uns alle, dass wir die drei Punkte nicht holen konnten. Aber weiter geht's. Und nächste Woche steht schon wieder das nächste Spiel an. Genau, Basel steht nächsten Sonntag bevor. Unter der Woche, schauen wir noch schnell zurück, hast du pausiert zu Lugano, jetzt wieder 90 Minuten dabei. Was bringt dir das? Ist das ein gutes Zeichen? Und machst du so weiter auch? Ja, ich glaube, es hat mir gut getan, mal Pause zu machen. Wir haben natürlich auch ein grosses Kader mit vielen super Spielern, die es genau gleich gut machen. Aber ich glaube, heute haben wir wieder gesehen, dass ich ein bisschen spritziger war, zu vielen guten Aktionen bekommen. Klar, ich hätte auch noch ein Goal machen können. Ärgere mich selber auch sehr, aber ich glaube, es war wieder ein positiver Auftritt. Jetzt bist du einer, nicht der einzige so Youngster, der für IB Vollgas geht, neben dir der Imeri. Beide sehr polyvalent einsetzbar. Wir haben jetzt das Matchblatt angeschaut und denkt, ja, eigentlich kann man wild durchwechseln, oder? Du, Fasnacht und Imeri könnten alle eigentlich die drei offensiven Positionen im Mittelfeld teilen. Sprecht ihr das ab? Wechselt ihr ab? Ist das der Trainer, der sagt, wer wo spielt? Ja, ich glaube, wir haben hier ein bisschen freie Hand. Wir können so ein bisschen machen, was wir für richtig halten. Klar, was wichtig ist, dass immer alle Positionen müssen gesetzt bleiben. Aber ich glaube, wir haben das heute gut gemacht, wir haben gut harmoniert, wir haben die Lösung gefunden, offensiv, und das war sicher ein positives Zeichen gewesen. Aber Goal gefällt. Genau. Jetzt, nächste Woche ist nicht Englisch, das heisst, wir haben ein bisschen Zeit unter der Woche, um einerseits ausruhen, andererseits vielleicht auch noch etwas trainieren. Gibt es etwas, was du weisst, was ihr vorhat? Oder Guro normal, so wie gang, und dann kommt es schon gut gegen Basel. Ja, da bin ich, glaube ich, die falsche Person. Du musst vielleicht den Raffi fragen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das hat man heute auch wieder gesehen. Aber die letzte Effizienz hat halt echt gefällt. Und das werden wir nächste Woche besser machen. Genau. Immerhin gang noch Leader, weiter so von dem her. Sicher. Besser gemacht.